auch noch siehst, rausgenommen. 1 gegen 4. So, fürs Simple. Der ist ja krass an der Glock, aber eben nicht krass genug. Super stark, wie Automatic sich da verhalten hat. Ich denke, als sie gemerkt hat, ich werde von hier angeschossen, geht er kurz in die Deckung, lädt nach und läuft dann hier rum. Er versucht sozusagen das Timing auszunutzen, dass der Gegner nicht hier rumkommt und dass er zumindest noch einen Kill an der Stelle macht. Im Endeffekt hat der Spieler, der T, der da im Urlaub stand, eben sein Mate im Stich gelassen. Er hat nicht mitgekämpft oder hat ihn gechased und ist eben zu spät gewesen. So, am Seitengang. Da steht die Scout. Aber da wird auch direkt abgesmoked. Sehr früh diesmal. Ungewöhnlich. Ich denke, Automatic hat irgendwas gespottet, dass er die dahin geworfen hat. Und Tarek, der steht unten im Popdog drin, während Street2K das Backup von Skadoodle an B hat, falls es da zur Sache geht. Erstmal fightet Automatic jetzt noch hier ein bisschen. Ah, und Rush bekommt seinen Kill in der Mitte. Automatic hat sich ein bisschen defensiver hingestellt, aber sie gehen jetzt langsam zu ihm vor. Das ist nur Seized. Und alles sehr verteilt bei Navi. Ja, Automatic bekommt den Kill. Ja, Skadoodle mit dem nächsten. Und jetzt kannst du ihn natürlich eingreifen. Bekommt den Frag gegen Zeus. Und Edward, der war noch ein bisschen weg von der Party. Also wollte Navi nach diesem Frag von Automatic am Seitengang das Tempo gegen B ein bisschen anziehen. Aber sie haben halt direkt kassiert. Da bleibt Edward nichts anderes übrig, als zu saven oder eben noch vor der Zeit in den Tod zu gehen. Denn zu saven in so einer Runde ist immer ein bisschen blöd, weil man einfach kein Geld dazu bekommt auf der T-Seite. Und dann lieber vielleicht versuchen, noch einen Kill zu machen. Ich meine, da sind keine UMPs, die irgendwie noch viel... Ja, okay, er geht noch sterben. Also keine UMPs, die halt noch bedeuten, dass man dem Gegner zu viel Geld geben würde. Cloud9 ist hier wirklich voll auf Nummer sicher gegangen mit den Pharmacies und der M4 und der Scout. Die nächste Eco von Navi wird wahrscheinlich komplett mit Glocks ausgerüstet sein. Ich hab's schon mal gesagt, Simple ist so ein Typ, der gerne mal in so einer Runde lieber eine P250 kauft. Ja, und wer kauft die P250? Simple. Es tut auch manchmal gut, so bestätigt zu werden. Ja, muss ich nur mal loswerden. Na gut, aber es ist ja klar, es ist jemand, der gerne viel Schaden macht und mit einer Glock machst du eben, keine Ahnung, eine Wasserpistole gegen Leute mit Kevlar. Und selbst eine Wasserpistole tut manchmal mehr weh als die Glock. So, Skadoodle verschiebt schon wieder recht schnell. Ist so eine Runde, wo man auch mit einem B-Rush rechnen sollte. Da gefällt mir die Position von Street... Oh, die Nate. Die kommt richtig gut an. Er kriegt den ersten Kill, kriegt auch noch den zweiten für Skadoodle. Da muss er nicht mal vorher Damage machen. Kill Nummer 3 für ihn. Und Zeus, der... Vielleicht kriegt er da den Backstabber noch, aber er geht jetzt hier gerade runter. Und dann ist das natürlich ein einfaches Ding für Automatic. 3-0. Und zwei Runden davon... gehen sogar flawless an Cloud9 und selbst in der Pistole hatte man keine Probleme. In den Waffenrunden werden die Gesetze aber neu geschrieben und genau diese erste Waffenrunde steht jetzt an. Navi hat 5x AK, hat alles eben ein bisschen langsamer gespielt, bis auf die Pistol Round. Vielleicht ja jetzt was Schnelles. Geht erstmal früh vor. Oh, es kommt was Schnelles von Cloud9. Oh, da wollte Tarek auch nochmal reinziehen. Dann lieber wieder zurück. Nicht die komplette Kontrolle am B-Spot verlieren. Und das ist natürlich ein First Frag, den Navi dankend annimmt. Das ist... Ich weiß nicht. Cloud9 ist gar nicht so schlecht, was Cloud9 da macht. Vielleicht kann man sowas auch erwarten. Ich meine, die Flash kam ja ganz gut an. Und sie kriegen auch eine Gegenkontrolle, nachdem sie das da oben verloren haben. Währenddessen geht es an B schon raus. Tarek hat gespottet, dass da schon jemand vor ist, aber da kommt er nicht mehr weg. Skadoodle hat inzwischen auf die AWP gewechselt. Aber da fehlen so ein bisschen die Frags von seinem Team, dass er das hier wirklich, dass man das hier wirklich nur retaken kann. Und ganz nah dran ist Zeus. Aber der wird geholt. Und wir haben noch einen Backstabber, Edward, mit seinen 3 HP. Ich denke, am Spot selbst hätte er eh nicht viel ausrichten können. Da ist der Backstab noch die beste Variante. Und Simple steht ja vorne, genauso wie Seast, die diesen Backstab dann auch noch so erfolgreich machen können. Oh, er steppt sogar noch laut weg. Rush hat das gehört.
Aber er wurde dadurch abgelenkt. Automatic, der kommt jetzt vor. Der könnte vorkommen bis zur Bombe. Er will erst noch auf den Kill, wechselt auf die CZ. Er hat auch kein Defuse-Kit. Beide Spieler angeschossen, aber kriegt den Kill gegen Simple, gegen Seas nicht. Entschuldigung, gegen Seas nicht. 3-1, die erste Waffenrunde also an Navi. Ah, die hat Cloud9 ein bisschen hergegeben mit diesem First Break. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, in der ersten Runde so einen offensiven Move zu spielen. Wäre auch ziemlich dreist, das jetzt einfach nochmal zu versuchen. Ach, wer weiß. Automatic wieder alleine. Tarek wieder nach vorne. Ah, der Schuss ging knapp an ihm vorbei. Und auch da keine Trigger-Disziplin gehabt, direkt geschossen. Aber sie stehen eigentlich da, wo sie sich am wohlsten fühlen bei Cloud9. Tief vorne in der Mitte. Ziehen sich jetzt trotzdem zurück. Interessant, wahrscheinlich, weil Automatic so viel Kontakt an an Alang hat. Und Skadoodle auch wieder an der AWP. Unterstützt wieder mal Stewie2k. Diese Single-B-Posi ist super undankbar. Wenn es gegen dich geht, kannst du nur schwer aufhalten, wenn du nicht früh spottest. Muss er wirklich on point sein. So, Tarek, jetzt noch eine Flash da rein, das wäre perfekt gewesen. Er geht einfach kurz bevor der Molly löscht, ausgeht nach unten. Flash kommt. Ah, und dann kommen sie aus der Mitte raus. Gut getimed, das Ganze. Der Seitengangspieler ist da noch nicht durch. Rush hat sich auch noch nicht gezeigt. Auch er hatte eigentlich ein gutes Timing, aber Flamey mit dem Fokus. Und sie Molly und Automatic da noch raus. Oh, super gemacht von Navi. Skadoodle ist am Spot, der hat die Bombe gerade geholt, den Spieler hinten kriegt er nicht mehr, aber wie soll er das denn bitte noch gewinnen? Also, selbst wenn er den noch holt, ist der nächste von hinten wieder dran, der aus dem Popdog dann den Kill macht. Zwei Runden von Navi, die wirklich Hoffnung machen, dass man hier noch eine dritte Map sehen könnte. Und dann kommt die Eco. Rush vorne. Ja, natürlich, sie gehen in der Runde ein bisschen näher ran. Ja, da hat Simple aber auch nochmal ordentlich nachziehen können. Oh, nochmal ein Anschluss durch die Wand. Ja, ich finde, bei sowas muss er noch nicht auf die USP wechseln. Sein Teammate ist ja dabei. Hält das ja ganz gut. Währenddessen geht es am Dropper so ein bisschen zur Sache. Da wurde ein bisschen gefightet. Flamey hat einen Headshot kassiert. Rush hat den dann auch noch bekommen. Und jetzt geht hier gerade Skadoodle nach vorne. Edward bekommt dann noch Kill Nummer 2, aber auch Simple hat es jetzt erwischt. 2 gegen 2. Rush kommt da niemals raus. Wissen Sie, wo Automatic steht? Der hat schon ein bisschen geschossen. Die Frage ist, wissen Sie, aus welcher Richtung die Schüsse kamen? Jetzt gesehen, dass sie ihn auch nicht treffen. 100 HP immer noch. Und dann der Backstep von Seast. 3 zu 3. Naja, für eine Eco okay, 2 Kills gemacht. Und damit hält man das Geld von Navi auf einem Level, wo man sie noch halbwegs resetten kann. Auch da wird nochmal eine AK gekauft bei Flamey. Ausgleich also. Keine AWP bei Cloud9 in dieser Waffenrunde. Auch kein Defuse-Kit am Start. Am Aufbau verändert sich auch noch nichts. Stewie, ja, schaut, ob er da was hört an B. Oh, die Nate. Besser hätte das Timing gar nicht sein können von seiner Granate. Nicht schlecht. Währenddessen gibt es hier nochmal den Run-Boost. Aber Automatic schaut auch gar nicht hin. Das soll über Sandwich vor allem gelöst werden. Rush hat da die Position, wo er in alle Richtungen gut mithelfen kann. Und dann B wird wieder geschossen. C ist alleine nach vorne geschickt. Die Bombe rotiert rüber. An B noch keine Bewegung. Da wartet Edward darauf, dass jemand nach vorne läuft. Es wirkt gerade so, als hätte Cloud9 sehr viel Map-Kontrolle. Aber Navi hat auch noch nicht viele Risiken. Ist noch nicht viele Risiken eingegangen. Jetzt machen sie die Smokes nach vorne. Tarek hat eine gute Position. Die Smoke vorne ist natürlich auch blöd. Oh, da war ein Headshot dabei. Im Popdog unten ist halt auch abgesmoked gewesen. Schöne Gegengranaten, aber sie verlieren Automatic am Seitengang. Und währenddessen geht man schon auf B drauf. Die Rotation ist super.
Also super aus Sicht von Navi, denn Stewie 2K ist da schon weit nach hinten, kommt da gerade noch so in die Deckung. Simple zielt das hinten ab, aber sein Schuss geht daneben. Er hat die Bombe. Kommt auch zum Plant. Kein Backstep. Flamey mit 11 HP wartet da noch oben. Skadoodle geht vor. Ja, und auch Stewie hier. Richtig viel Schaden. Also super schwer zu verteidigen jetzt. Aber Simple legt schon los. Den ersten gemacht. Zwischen den Zügen. Da stand Skadoodle. Von oben hat Edward nochmal zugeschlagen. Kein Defuse-Skill, hatte ich eben angesprochen. Das heißt, sie müssen sich ein bisschen beeilen. Und Edward mit dem nächsten Rush. Hat eine Flash parat. Der hat Edward geholt. Geht jetzt ran. Und er will durchziehen. Ach, es sind alle tot. Wow. Rush hat vorher auch den letzten gemacht. Rush hat 4 Kills bekommen. Und die Runde geht an Cloud9. Aber das war richtig hart umkämpft. Und hier liegt irgendwo noch die AWP von Simple. Genau, die hat man. Also 4-3. Und Navi, ja gut. Sie hatten halt noch diese Reserve. Die Runden hier. Gut, solide überstanden einfach. Also, kann man nichts gegen sagen. Da kannst du auf der T-Seite halt auch ein, zwei Mal nachkaufen, auch wenn du ein paar Spieler verlierst. Auf der CT-Seite ist das nun mal nicht möglich. So. Oh, Stewie verschätzt sich hier voll. Okay, nimmt die UMP nochmal rechtzeitig in die Hand. Geht auf den zweiten! Wow, krass! Dass er den noch bekommen hat, auch das Pre-Fire hier hat nochmal gesessen. Ah, und Automatic will da noch nicht hoch. Es ist ja immer noch ein 3 gegen 3. Ist mir wieder ein Break flöten gegangen. Automatic geht nicht vor, die Bombe tickt halt auch schon. Automatic hört jetzt gerade das Rotieren. Ja gut, das, da darf es aber nicht laut weggehen, wenn du da jemanden vermutest. Sees zielt da noch an. Automatic hat es jetzt nicht gesehen, jetzt kommt das Duell. AK gegen UMP, aber das ist ihm gerade egal. Er geht einfach runter. Die AWP, oh mein Gott, es brennt noch weiter. Automatic mit dem Doppelkill. Smoke auf die Bombe. Und er geht auch direkt ran. Der Molotov wird gelöscht. 10 Sekunden und er wird gesprengt. Skadoodle kommt nicht mehr hin. Die Runde geht an Navi. Automatics Reaktion war eigentlich perfekt. Aber auch ein Kit hätte ihm hier nicht geholfen. Am Ende sterben alle Navi-Spieler, aber sie gewinnen die Runde. Und Cloud9 wird sich Gedanken machen müssen, wie sie die Runde jetzt angehen. Vor allem was das Geld angeht. Direkt mal Doppelflash bei Stewie. Sie werden die Eco wohl spielen mit der AWP. Und dann wird Stewie seine Mates wahrscheinlich irgendwo reinflashen. Vielleicht auch mal direkt B durchgehen. Ja, das sind 5 Leute, die sich da Richtung Quergang bewegen. Er bereitet da eine Popflash vor. Fenster aufgeschossen. Die Flash ist explodiert. Und da wird Zeus jetzt natürlich Fokus haben. Ja, müssen aufpassen. Jetzt geht's vor. Edward mit dem ersten. Ja, die Smokes fliegen. Ich meine, an sich hat sich Cloud9 noch nicht viel verraten, dass da wirklich alle 5 Leute an B waren. Die Bombe jetzt aber schon runtergedroppt. Es geht auf den A-Spot raus und... Ja, ihr seht es. Dann wird es maximal noch hier zu einem Duell zwischen Edward und Automatic kommen. Vielleicht auch noch Stewie, der sich da nochmal hingestellt hat. Das sind... in Anführungszeichen Exit-Frag-Position. Oh. Ansgar Doodle noch mit der AWP. Klar, der will die dann auch nicht verlieren, unnötig. So kriegen sie noch eine AK zusätzlich. Meine nächste Runde gibt es nur 1900. Und Ansgar Doodle wirft sich hier gerade eine One-Way-Smoke, damit er mit der AWP an der Wand entlang Richtung Connector, Richtung Z-Gang zielt. Aber auch Navi will nicht mehr Waffen abgeben als notwendig. Und geht deswegen über den Seitengang weg. Und die beiden USPs bei Stewie und Tarek, die gut mit wenig reingegangen, mit wenig rausgekommen. Immer eine Flash, die Stewie nicht nachkaufen muss, aber das ist jetzt auch nicht wirklich relevant. Sie können nochmal kaufen. Ein bisschen rübergelegt. Viele Granaten auf jeden Fall dabei. Diesmal auch ein Diffuse-Kit. Navi baut wieder mit vielen Leuten über B aus. Sind wieder 3 Leute. Automatic unten drin. Das Spray ging ganz knapp an ihm vorbei. Ich denke, solange er
er braucht in der Mitte halt sein Backup. Rush sieht da jetzt gerade leider nichts durch die Smoke. Er muss eigentlich ein bisschen tiefer rein, sonst ist es für Automatic sehr, sehr schwer. Edward hat sich da schon gut aufgestellt. Nutzt die Smoke da aus. Sie wollen wieder auf den B-Spot drauf. Ich denke, Stewie ist nicht unbedingt eine Schwachstelle, aber der NA-Style, der manchmal ein bisschen hektisch wirkt, ist gerade anfällig für so einen Solo-Spieler. Wie Stewie 2K. Also jetzt nicht Solo-Spieler, nicht im Sinne von, er spielt nur alleine, sondern er hat eben diese Aufgabe, alleine den Spot zu halten. Zieht sich nochmal zurück, es geht unten raus. Stewie das Timing? Nein, hat er nicht. Ganz wichtiger Kill davon, Seast. Molotov zurück, der wird aber gelöscht. Sie müssen ein bisschen nach vorne. Machen auch das wieder klug. Der Retake wird gerade vorbereitet von Cloud9. Erstmal ein bisschen Kontrolle hier haben, ob da jemand zu weit gepusht ist. Kostet auch ein paar Sekunden und sie kriegen am Flamey. Aber Edward immer noch vorne in der Ecke. Und vor allem Seast, die gerade gut mitgespielt. Edward hier oben, riesen Probleme. Da muss Simple noch aushelfen. Der wird auch noch geholt. Edward immer noch in der Backline drin. Der müsste bekannt sein. Geholt den nächsten. 1 gegen 2 für Tarik. War kurz am Defuse dran, aber das Zeus halt schon direkt da. 4 zu 5. Cloud9, wenn die nicht aufpassen, werden die dann B immer überrannt. Also ich glaube, das Einzige, was sie rettet, ist, dass Navi nicht direkt nochmal sowas spielen wird. Aber eigentlich ist Zeus ein Ansager. Wenn der merkt, irgendwas funktioniert, dann spielt er das gerne so lange, bis es eben nicht mehr klappt. Und jetzt wissen sie auch, dass eine Eco da ist. Und wieder mit der Bombe erstmal über die White Walls hier. Brown Walls ist ja unten das. Bringen das manchmal noch durcheinander. So, er wird... Ah, noch in der Mitte gefightet. Boah, Skadula hat halt null Chance. Stewie wartet. Ah, sie gehen auf A drauf. Also die Matic hat noch einen bekommen. Schön von Stewie. Simple. Geht jetzt halt um den Spot rum. Der kann erstmal sagen, alles frei. Hat aber jetzt noch kurz den Rücken gestreichelt bekommen von Rush. Ja, und da wollte Stewie gerade rauslaufen. Aber das war nur ein Fake-Plan und Simple macht den letzten. Ein bisschen gefährlich, Simple da mit der CZ dann reinzuschicken. Da hätte man es verlieren können. Taktische Pause von Cloud9. Die gerade, finde ich, durch diese verlorene Waffenrunde vorher mit dem B-Go sehr viel Kontrolle über die erste Halbzeit hier gerade verlieren. Und deswegen sollten sie schauen, dass sie da was umstellen. Eine dieser Umstellungen wäre natürlich die AWP am Quergang. Bringt sehr viel Sicherheit für den Baseboard. Man könnte dann trotzdem das 4-1-Setup spielen. Durchpushen gegen das aktuelle Navi würde ich jetzt nicht machen. Denn ich denke, die werden auch wieder anzielen und auf alles gefasst sein. Wir werden es sehen. Weiter geht's. Sogar Doppel-AWP. Aber beide Richtung A. Stewie ist also wieder alleine an B. Mal gucken, ob Zeus sich treu bleibt oder eben variiert. Ich denke mal, der hat schon Bock, den B-Spot noch weiter anzuspielen. Tarik geht sehr früh mit. Sie spielen das 4-1 also anfangs, falls es einen Rush gibt, damit sie genügend Leute am A-Spot haben. Seast wirft sogar einen Molotov. Okay, der bringt ihm da jetzt nicht so viel. Auch wenn es da ziemlich dunkel wird vor Automatics Linse. So. Und ja, nochmal, Tarik muss jetzt die Posi gut spielen. Er zeigt ihm da noch was. Ich glaube, also sie sitzen ja nebeneinander. Also zeigt er da noch kurz was Bestimmtes. Ich habe keine Ahnung, was die Tür ihm da jetzt bringen soll. Sie kann man manchmal nutzen, um eine Granate spezieller zu werfen. 50 Sekunden an der Molotov. Navi spielt extrem langsam. Die haben wohl eher mit was Offensiven vom Cloud9 gerechnet. Aber da kommt nichts. Sie gehen jetzt die Mitte raus. Die Smoke vor, aber da reagiert
Rush auch gut. Eigentlich soll es aber gegen B gehen. Da steht jetzt immer noch Stewie. 28 Sekunden. Sie haben keinen Raum. Sie haben keinen Raum bei Navi. Am Spot steht noch jemand. Im Connector ist jemand dabei. Die Grundlinie wird abgezielt. Da müsste jetzt ein paar Kills her. Aber die kommen nicht. Rush ist jetzt erst gestoppt worden. Da ist Gadoodle schon mit dabei, um das aufzuhalten. Flamey hat 11 Sekunden, um zumindest die Bombe zu legen. Aber die Zeit streicht runter und er wird es nicht mehr schaffen. Er wird die AK saven. Fünfte Runde für Cloud9. Und das etwas schnellere Navi gegen Cloud9 hat mir besser gefallen als dieses extrem langsame. Denn da konnte sich Cloud9 jetzt zu gut drauf vorbereiten. Die Gegengranaten haben perfekt gepasst. Und sie bringen eine dritte Arbe mit. Wollt ihr mich natzen? Spielen sie jetzt echt Triple AWP? Sie spielen verdammt nochmal Triple AWP bei Cloud9. Und Stewie spielt das wohl von der kleinen Rampe mit der Arbe. Wenn das mal nicht ins Auge geht. Ich hätte gerade in der Runde erwartet, dass es Richtung B geht. Automatic mit dem ersten. Da steht Rush noch dabei. Der Winkel immer noch besser für Automatic hier. Oh, und auch der passt. Es kommt eine Flash. Rush ist aber nicht blind. Zeus zielt da noch mit der Ava an. Und jetzt ist Gadoodle auch noch gegen Flamey erfolgreich gewesen. Timing passt perfekt für Rush. Als da. Oh, Derek macht noch den letzten. Flawless Round. Hier hat Cloud9 nicht mal einen einzigen HP verloren. Der, ja, perfekte Push zur perfekten Zeit am Seitengang. Automatic. Ja, neue Main AWP. Gadoodle wieder in den nächsten ausgetauscht gegen einen guten Umschießer in der NA-Szene, den noch niemand kennt. Nein, ist natürlich nur ein Spaß. Skadoodle hat schon seine Daseinsberechtigung in dem Team. Er hat nur vielleicht das ein oder andere Tief zu viel. Aber wissen wir alle, was er kann. Was er kann. Und Skadoodle hilft jetzt direkt mit dieser offensiven AWP. Stewie mit der Flash. Falls da schnell was kommt, kann er sich links an die Wand stellen, wartet die Flash ab, kurz den Spray abwarten und dann rübergehen. Rush ist... Oh, sogar von der Leiter mit einer Support-Smoke. Nate noch rein, Tarek jetzt aber gefallen. Oh, das ist für Rush gefährlich. Er bleibt am Sandwich noch stehen. Er hat das Backup von Automatic. Der hält die rechte Seite. Kurz mal aufgegeben und schon muss Rush halt eingreifen. Sie ziehen sich noch ein Stück zurück. Bombe ist währenddessen schon gelegt worden. Aber da ist Stewie gerade durch die Smoke gepusht. Einen Kill hat er machen können. Der nächste kommt von Rush und dann über den Seitengang ist Edward. Das Gadoodle im 1 gegen 2. Und jetzt muss er es zeigen. Er hat noch eine Smoke. Er könnte einfach versuchen durchzuziehen, aber da sind halt zwei AKs. Er kriegt den ersten, geht dann ran, er hat kein Kit. Und der letzte kommt von hinten, Simple holt ihn. Er hat ihn von der anderen Seite vermutet. Und wir gehen die letzte Runde der ersten Halbzeit. Und Cloud9 hat wenig Geld. So, und dann gucken wir mal UMP. Ein Kit bei Skadoodle, diesmal das dabei. Und die AWP auch im Gepäck. Wieder geht's Richtung B und Automatic wartet vorne und der bekommt die Bait Smoke. Ah, die Nate. So geworfen, vermuten sie Automatic schon am Serverschrank. Das heißt, er muss da weg, deswegen smoke er nochmal nach. Wartet ein bisschen, bis sie sprayen und dann wird er sich zurückziehen. Natürlich darf er die Smoke jetzt nicht verpassen. Er bleibt noch stehen. Der Bait des Baits? Nein. Er geht dann doch zurück. Ja, da war Skadoodle im Quergang dabei. So, jetzt haben sie erstmal gezeigt, wo der Hammer hängt. Quergang kommt hier nicht rein. Navi sah so aus, als wollten sie die Mitte schon rausgehen, aber da kommt der nächste Molotow hinten dran. Oh, und sie blocken sich. Deswegen fliegt die Smoke an die falsche Stelle. Nur noch eine übrig. Zwischen die Züge soll die kommen. Lieber nochmal den Fixpunkt genommen. Siehst es am Seitengang vorne. Da wartet Rush. Molotow ist gut getimed, aber siehst es ja schon raus. Rush ist on fire. Macht wirklich bisher ein gutes Turnier, aber der Reload ist zu spät durch. Zwei Spieler aus dem Pop-Dog. Die sollten jetzt noch kurz warten. Die werden natürlich abgezielt von Flamey. 28 Sekunden. Niemand direkt am Spot. Automatic kommt verzögert über die Grundlinie. Jetzt zeigt sich Tarek und dann geht nochmal Stewie hinterher.
Langsam geht Automatic vor. Der fällt jetzt in den Rücken. Die Steps sind nicht gecallt. Er macht den ersten. Der sprayt noch weiter. Am Ende ist es ein One-on-One. 10 Sekunden. Simple gegen Stewie. Kein Fake Plant. Den muss er natürlich durchziehen. Und Stewie 2K hat sie gerade verraten. Ungefähre Position war ja schon bekannt. Er kann sie jetzt nochmal verändern. Simple hat die Flash komplett abbekommen. Er geht hoch. Und er flasht dann auch nochmal. Zieht dann rum und Stewie macht es 1 HP. 1 HP und Rush, der schreibt es sofort in den Chat, dass es 1 HP ist. Und Simple nur, gut, alles klar, habe ich eigentlich gewonnen das Duell und trotzdem verloren. 1 HP zum 8:7. Holy moly. So, aber auch hier wird es natürlich nochmal ein Päuschen geben, Freunde. Ja, Matchpause bei Admins, 2 Minuten, da kommt der Call. Junge, Junge, Junge. Knapper hätte diese Halbzeit nicht enden können. Es war wirklich ein Hin und Her. Mal hatte Cloud9 die Nase vorne, mal war Navi eher dabei. Dass Rush da aber auch sofort reinchattet. Aber Simple hat doch schon den ganzen Tag nach HP-Zahlen gefragt. Jetzt nicht unbedingt in jedem Duell, aber schon häufig, sagen wir mal so. Also, man merkt, dass in der Partie schon ein bisschen Pfeffer drin ist. Und Cloud9 könnte Navi hier natürlich jetzt auch gerade aus dem Turnier kegeln. Ja, ich meine, 8 T-Runden für Navi. Es ist echt enorm viel für Train. Klar, da geht mehr, aber ich bin der Meinung, dass das schon sehr gut ist. Jetzt muss Cloud9 natürlich was zeigen. Und Navi jetzt auf der CT-Seite. Die zweite Halbzeit beginnt. Extra geschrieben, damit er tiltet. Ja, das ist vollkommen korrekt. Es sind die Mindgames, die zu CS schon seit eh und je dazugehören. Wieder 2 Spieler mit Granaten. Sehr tiefe Smoke von Skadoodle. Das heißt, die Popdog-Spieler können jetzt rausrennen, ohne dass sie hinten hingucken müssen. Sie können nachkommen und Stewie sogar mit dem Fracking Suit. Sind jetzt dran. Schön aufgepasst von Automatic, den Spieler am Heaven noch geholt. Und sie können da nicht durch, aber in den Rücken fällt noch Simple, den Plant gerade verhindert, aber Stewie, Rush und Automatic sofort da, um die letzten Kills zu bekommen. Pistol Round für Cloud9. Sehr schön. Sehr schöne Runde. Denn die Smokes, die waren im Connector. Und die ist über Bande hier hinten in die Richtung geflogen. Und dann ist nämlich dieser Blickwinkel versperrt, damit die Leute aus dem Popdog raus können und zum Spot kommen. Also, Hut ab. Hut ab. Einmal kurz den Team Knife. Und guck mal, wer da schon vorgelaufen ist. Edward. Der, wenn er offensiv spielt, am Seitengang immer eine bessere Figur gemacht hat, als wenn er defensiv stand. Edward. Vorne. Oh, ja, wird gecheckt. Stewie nochmal. Kurzer Schreckmoment, dass er da wirklich stand. Und das ist jetzt bitter, denn Navi hat den Seitengang komplett offen. Auf Engelposition von Seast an B und die Bombe. Oh, da geht Tarik gerade mit der Bombe vor. Die Bombe down. Was machen die denn? Und ich glaube, Simple will da noch mit hoch, aber nicht verraten, dass da noch ein zweiter ist. Die Galil gepickt, Smoke noch hingeworfen. Hat Tarik gerade alles hingelegt, was Navi braucht, um die Runde jetzt zu gewinnen. Und Geduld ist jetzt so ein Mittel, das Cloud9 helfen würde. Sie müssen die Smoke abwarten. Jede Position, jede Ecke hier checken.
Und die kriegen nicht mal den ersten. Es gibt nochmal einen Refrag, aber Seast ist da. Und jetzt kommt verzögert nochmal Flamey hoch. Da wird Skadoodle mit der Scout halt nichts zu lachen haben. Die schießen sich gegenseitig an. Flamey macht den Kill. Über die große Rampe kommt dann Stewie. Der macht den Frag, bekommt die Bombe. Aber wie soll er das denn bitte gelegt bekommen, ohne dass sie ihn da anzielen? Einmal angefangen. Den ersten geholt. Jetzt muss er das Ding auch durchziehen. Oh, er vermutet den letzten von hinten. Flamey war doch bekannt. Ist das kommuniziert worden? Stewie 2K, der Retter in der Not. Oder haben wir Darkwing Duck Flamey, der es gewinnen kann? Es ist Darkwing Duck Flamey! Junge, Junge! Was ein Diegelbrett! Zum 8:9 und zum 1:1 in der Halbzeit. Aber da darf Tarik nicht, wenn die Position noch nicht gecheckt wurde, darf Tarik da nicht mit der Bombe hin. Dann muss er die Bombe droppen. Alleine so mit der Bombe reinzulaufen, das war genau, das war die perfekte Gelegenheit für Navi, um die Runde zu holen. Und sie haben es auch super ausgespielt. Oh Mann, oh Mann. Kein Gegenforceplay von Cloud9. Sie haben den Bombenplant eben mitgenommen, werden nächste Runde kaufen. Ah, gehen direkt runter. Oh, da war ein Headshot dabei. Nur 3 HP bei Zeus. Das will man jetzt ausnutzen, aber Zeus macht einfach noch einen zweiten hinterher. 3 HP. Scheißegal. 2 HP. Bei Skadoodle. Flawless Round. Für Navi. 10:8. So, und da ist hier die Waffenrunde. Für Skadoodle aber keine AWP. Naja, er wird mitmachen. Eventuell mit Granaten, sodass er die... die AK weglässt und die Galil nimmt, macht er nicht. Siehst. Ah. Sieht ihn durchlaufen. Und erstmal smoken. Der Molotov ist deutlich wichtiger an der Stelle. Und sein Nate-Timing auch hier, nicht schlecht, Automatic. Rums, 86 HP. Ah, da geht dann lieber noch einen Schritt zurück. Ah, das Timing passt bei dem Go. Simple zieht auch noch mit rum. Einen Frag bekommen, aber er wird von Tarik umlaufen. Und an der großen Rampe, da geht auch Tarik noch weiter vor. Der kriegt noch 2 weitere Kills. Im Alleingang. Navi zerlegt. Und als sie gerade in den Retake rein wollten, bums, kommt der da um die Ecke, verteilt 3 Bretter. Und Edward geht nur noch saven. Ganz stark von Tarik. Und das ist ein Tarik, den Cloud9 braucht. Nicht jemand, der die Bombe dem Gegner hinwirft. Und dazu noch eine Galil und eine Smoke. Sondern jemand, der rumzieht, seinen Laufweg kennt und die Headshots macht, wenn er die Gegner sieht. So einen brauchen sie bei Cloud9. Ja, und Navi muss man auch dazu sagen, vielleicht nicht richtig erkannt, dass das in der Runde vorher eben nur eine Eco war. Das glaube ich nicht. Ich denke schon, dass sie das erkennen. Sind bewusst auf den SMGs stehen geblieben, was vor allem für Seast, glaube ich, ein Problem war. Denn er hatte etwas zu viel Distanz zwischen sich und dem Gegner mit der MP9. Also ist das... selbst verschuldet, aber ein Risiko, das viele Teams eingehen, weil sie eben Geld zurücklegen wollen auf der CT-Seite. Wenn ich schon eine Waffe habe, sei es eine SMG, dann spiele ich die so lange, bis ich sie verliere, weil ich sterbe. Dann muss ich eben keine 3.100 Dollar für eine M4 ausgeben, obwohl ich eigentlich schon was mit Firepower in der Hand hatte. Und das macht natürlich dann auch Sinn. Aber kann natürlich auch nach hinten losgehen. Dürl. Ah, sie arbeiten hier schon gut gegen. 1 Minute 24. Ist noch einiges und das ist die mittlere Smoke. Im Normalfall fliegt da dann Molotov hinten dran, aber den... Ja doch, da kommt er von Edward. Er baitet es sogar ein bisschen, hat länger gewartet, falls einer vorläuft, dass er den direkt rausnehmen kann, wenn der die Flucht nach vorne sucht. Und Zeus geht sehr spät in den Popdog rein. Es war eigentlich ein gefährlicher Peak, wenn da schon jemand drin steht. Ich denke, er hatte schon vorher Kontrolle, sonst hätte er sich den nicht zugetraut.
anderen B. So, eigentlich super Position für B. Die beiden AWPs zielen das ab. Und das sieht man selten, dass ein Doppel-AWP-Setup nur an B gespielt wird. Aber es könnte so gut funktionieren. Das kommt auf die Smokes an, die Cloud9 wirft. Simple sieht jetzt nicht, wenn die oberen Granaten fliegen. Sie gehen runter und Simple macht den ersten. Die Smoke kommt. Er geht nochmal rum, aber der geht daneben und sie erwischen, siehst, ohne Schaden zu machen. Und von hinten, da geht gerade Rush durch. Der ist nochmal gesehen worden. Hält einen Spieler also fest. Er kann sagen, Flamey wird noch kommen. Die Frage ist, wo hat sich Simple hinbewegt? Das wird schon gesehen. Stewie holt ihn. Und über die Grundlinie, da hält Rush die Position auch noch. Er hat sogar den Blick nach hinten. Ey, es ist top. Super stark, wie Cloud9 hier Rush gerade ins Spiel bringen konnte. Erst der B-Go, Rush im richtigen Moment rausgegangen, dabei noch einen Verschieber erwischt und kann noch einen zweiten Verschieber ansagen. Flamies Positionswahl, dadurch, dass die Grundlinie eingenommen war, um die Waffe zu saven, ist dadurch sehr begrenzt. Also das Müll hier bleibt noch übrig, natürlich dieser ganze Bereich, aber das wäre sehr offensichtlich. Oder eben diese Ecke hier vorne, sowie die T-Base. Das sind dann die Optionen, die eben noch bleiben. Alles andere birgt zu viele Risiken, weil er sich nicht genau weiß, mit wie viel Information Cloud9 gerade arbeitet und inwiefern sie ihn noch beim Verschieben gesehen haben. 10 zu 10 und Navi hat kein Geld, bis auf die M4 bei Flamey. Simple ist hier gerade ein Single Carry und als Single Carry hast du eben keine Chance auf der CT-Seite, wenn dein gegnerisches Team ganz gut zusammenspielt. Das könnte hier gerade das größte Problem für Navi sein. Dass Simple gerade eine seiner One-Man-Shows abliefert und der Rest des Teams nicht mitzieht. Und in der Runde ja so oder so. Simple direkt down. Alle Leute an A und die gehen jetzt sogar alle Richtung Mitte. Automatic. Oh, super Timing, um die Posi zu wechseln. Ah. Oh, was? Was Lackgott? Ich glaube niemals, dass der Seast gesehen hat. Die gingen aber auch alle hinten rein. Zeus hat nur die USP, das ist nochmal viel Schaden. Flamey hat seinen einen Kill gemacht. Ich denke, jetzt werden sie auf B gehen. Edward hört die ganzen Schritte. Flamey will aber die Waffe schon saven gehen. Da lag auch noch eine AK, also sollte Edward schauen, dass er genau Richtung Alang geht. Also das war... leicht glücklich für Automatic den Frag gegen Seas gemacht. Kann aber vorkommen, so ist CS nun mal manchmal. Das ist so der kleine Glücksfaktor, der dann dazu gehört. Mal hast du es, mal eben nicht. Auch noch eine schöne Idee hier, erstmal hoch zu boosten. Aber Edward und Flamey werden sich da nicht zeigen. Interessant, dass man... eventuell sieht man Edwards Waffe. Flamey in der Ecke, aber der... Ah, Edward macht ein, er wird getradet. Da kommt noch eine Flash. Die kriegt Flamey auch noch ab. Dann zieht man noch... Oh, ah, kriegt den Kill noch. Oh, mit Händen und Füßen verteidigt hier. Die M4. Nächste Waffenrunde steht an und spielt man wieder Doppel-AWP oder ist es die einzige, die Simple da gerade bekommt? Er droppt selbst nochmal eine M4, also ist es... Single AWP. Klein, Stu und Tarik haben die Flash abbekommen. Ah, und Rush hat den hätte am Seitengang den Kill gemacht. Oh, das Timing, wenn Stewie durchgeht. Warten noch die Flash, er ist drin. Aber wird von Simple geholt. Gegen Simple gerade zu pieken ist ein bisschen gefährlich. Der macht die meiste Arbeit, wie gesagt. Flamey müssen noch ein bisschen aufpassen. Oh, schön von Skadoodle. Er geht da noch rum, er kriegt auch noch den nächsten. Skadoodle wacht auf und Seast ist alleine. Der WP liegt da vor ihm, will er nicht nehmen. Damit ist Skadoodle down, die Bombe ebenfalls. Aber Tarik in so einer Situation zusammen ist nicht schlecht. Und der trifft direkt. Auch die Runde geht an Cloud9, von Skadoodle gerettet. Und von Tarik waren da zwei schöne Refrags dabei. Eben das 1 gegen 1 und der ganz wichtige gegen Simple. 12 zu 10. Tarik, das soll der Tempowechsel sein.
Erste. Oh, da geht's an B schon durch. Trade-Vorteil gerade für Navi. Und auch hier muss Rush aufpassen. Da ist der Spieler von hinten schon da. Und zack, sind sie alle down. Zu viel Chaos für Cloud9 an der Stelle. Ah, so eine Runde hätten sie nicht abgeben dürfen. Das hätte Runde 13 werden sollen. Was zaubert uns Cloud9 hier noch hin? Und kann Navi den Zauber aufdecken? Den Trick verraten, oder? Ist das schon gewesen für die ESL World New York? Sie haben ja eigentlich ihr einziges Event, das sie bisher gewonnen haben, war bei der ESL World New York 2016. Und das war ein Segen, vor allem für Guardian, der am Ende den Ninja Defuse noch durch. Oh, dicke Nate gegen Rush. Und jetzt hier ausscheiden in der Gruppenphase, das wäre natürlich desaströs. Und da passiert es auch direkt. Zwei Kills in die Mitte. Flash nach vorne, sehr schöne Flash von Ultimatic. Wie greift Edward da nochmal ein? Er bleibt da einfach sitzen, hofft vielleicht, dass Ultimatic... Ja, er läuft wahrscheinlich noch vorbei. Nee, Ultimatic setzt sich hin. Okay, er muss ja nicht weiter durchgehen. Man hat so viel Spot-Kontrolle, dass die Underground-Kontrolle überhaupt nicht notwendig ist. Deswegen geht er auch eher ans Sandwich. Da kann er mit Low HP noch gut traden. Ja, und Navi bekommt halt null Entries geschenkt. Und deswegen bleiben sie einfach stehen, saven ihre Waffen. Und da wird es wahrscheinlich auch nicht mehr zu einem weiteren Duell kommen. 13-11. Drei gesavte. Also das ist wirklich gut und sehr diszipliniert, was Navi da macht. Wenn wir uns das Geld anschauen, hat sie es noch genug, um eine zu legen, um sogar zwei zu legen. Das wäre tatsächlich drin. Also eine auf alle Fälle. Und Simple kann selbst kaufen. Da kommt jetzt nochmal die taktische Pause von Navi. Das ist natürlich ganz klar. Hier muss sich was verändern. Cloud9 spielt druckvoll, ziehen das Tempo jetzt immer wieder an. Haben aber auch gezeigt, dass sie mit langsamem, geduldigem Spiel recht gut durchkommen. So eine Partie, die sehr schwer für Navi jetzt zu lesen ist, was man da Richtiges machen sollte. So, die Pause ist raus. Weiter geht's. Ist es weiter schnell Mitte? Ist es so stumpf? Erstmal die Granaten abgewartet. Molotovs kommen rein. Hopdog ist mal noch nicht unten und Seast hat Bock. Oh, Solo-Play an B und dann offensiv. Er kriegt die Flash ab, rastet nicht aus. Er nutzt die Smoke als Deckung. Und hat auch Backup schon geholt. Flamey ist da. Der hatte noch kurz gezuckt. Und Popdog kurz mal gecheckt, ob da jemand schießt, aber da kommt nichts. Navi hat Angst, dass es Richtung B geht, dass sie so früh schon den zweiten Richtung B geschoben haben. Seitengang gerade wieder komplett offen gelassen. Na gut, Smoke Molly. Simple zielt nur defensiv hin. Und Stewie hätte gleich die Möglichkeit, Edward zu holen. Aber er wartet, dass da jemand vorkommt. Und mal reinzielt. Und Zeus war nah dran. Und Ultimatic wartet immer noch. Die Ecke ist sein Schlafplatz. Für die Nacht. Flash in die Mitte, niemand kommt. Also er wartet auch immer auf diese Anti-Flash-Posi. Jetzt geht er mit der Flash raus. Sie checken den Zug oben nicht. Da kommt Edward zum Schuss. Wird aber von Skadoodle gepickt. Da ist immer noch Simple. Direkt mitten auf dem Spot. Und da ist er gerade sehr gefährlich. Seas zieht noch aus der Smoke raus. Skadoodle, 20 Sekunden. Das ist so wenig Zeit. Und zwei Leute auf dem Spot. Zeus jetzt down. Super Schuss gegen Simple. Aber Seas sitzt ja immer noch da. Der wird auch von Skadoodle geholt. Auf einmal wacht der Junge auf. Die Bombe wird gelegt. Und Flamey, der kommt aus dem Connector. Erster Kill passt. Rush jetzt im Clutch. Kann es hier reißen? Oder ist Flamey der bessere Spieler? Rush kommt in die Deckung
Und vielleicht geht Flamie davon aus, dass er jetzt umlaufen wird am Zug. Ruffs Laufweg ist wirklich ungewöhnlich dafür, dass Flamie schon vor dem Plant so viel Raum hatte. Flamie hat keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Jetzt zieht er mal rein und Ruff kann es machen. Super gespielt von Ruff, sehr geduldig. Und Flamie hat wirklich null Chancen gehabt, das zu gewinnen. Eine sehr wichtige Runde geht hier also an Cloud9. Und Navi mit dem Rücken zur Wand wird das wahrscheinlich der letzte Force, bei dem sie sich hier... Na gut, sie können immer wieder forcen, deswegen ist es ein Force-Buy, aber der letzte, wo halt wirklich noch richtig Granaten dabei sein können. Und das sind nicht mal viele, denn Simple ist auch hier wieder auf die AWP gegangen. Der Junge hat einfach 30 Kills, fast 30 Kills, und trotzdem liegen sie 14 zu 11 hinten. Den ersten jetzt noch vorbeigesammelt. Ein zweiter präsentiert sich da nicht mal. Er hat richtig Angst zu pieken. Dann zieht er rum. Doppelhit von ihm. Flamie nutzt den zweiten aus. Nochmal ein Anschuss. Nicht hinterher. Seast kommt aus dem Popdog. Die Bombe ist down. 2 gegen 2. Denn Ultimatic hat jetzt auch noch Edward geholt. Und der letzte Spieler oben gerade gesehen. Ultimatic holt ihn wirklich noch. Flamie, was ist los, Mann? Das ist absolut nicht das Turnier von Flamie. Der ist sonst so stark. Und in der Runde... Da hätte er locker das 1 gegen 1 rausholen können und schießt dann doch ein paar Schüsse über den Kopf von Ultimatic. Aber Skadoodle dreht halt gerade echt am Rad. Den würde ich jetzt gerne sehen. Ah, Flash rein. Die Leiter ist natürlich gehört worden. Das war alles nur Fake. Seast versucht es da wieder. Ich denke, Tarik zielt ihn ab. Jawohl. Oh, was eine fiese Position von Tarik. Und sie versuchen ja irgendwas an B. Irgendwie da einen Zugriff zu bekommen auf das Spiel, bevor es eben losgeht. Und ihr seht es ja auch, keine Smokes mehr da. Ich hatte gesagt, ein Force-Buy ist noch möglich. Simple hat die 30 Kills übrigens geknackt. Und, ja, Molotov kommt hin. Sie haben jetzt 5-mal UMP. Ich denke, also bisher hat es so viele Distanzkämpfe gegeben, die Cloud9 herausgefordert hat. Die haben so viele Granaten. Natürlich werden die mit einem Molotov hier unten reingehen. Die haben überhaupt keinen Zeitdruck. Wobei, 45 Sekunden, so langsam sollte man mal losgehen. Simple steht hier oben. Tarik macht aber 2 an B. Der Spot ist gerade offen. Simple hat hier einen bekommen, aber er könnte von Ultimatic gerefragt werden. Jetzt wird... Oh, und Ultimatic wartet einfach nur, denn er weiß, Simple hat die Steps Richtung B gehört. Zeus wird getradet und Leute, das war's für Navi. 3 gegen 1, auch wenn Edward hier den Kill noch bekommt. Ich will's jetzt noch nicht sagen. Edward hat einen 1-on-2, aber kein Defuse-Kit und die Bombe ist jetzt gelegt. Ein Molotov, 2 Smokes bei Cloud9, um da nochmal gegenzustehen. Und der hätte den auch schon machen müssen, aber nicht mit Skadoodle, der hier den letzten Frag der Partie macht. 16 zu 11 gewinnt Navi also, gewinnt Cloud9 also gegen Navi, damit insgesamt 2 zu 0. Und damit ziehen sie in die Playoffs ein, genauso wie SK Gaming und Navi. Die dürfen die Koffer packen, genauso wie Team Envias. Also wir haben die... 3 Halbfinalteilnehmer bis jetzt. Ein Halbfinalslot, der ist noch übrig.